Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Heute gibt es ein Rezept, welches ich schon bei der Galileo-Sendung gemacht habe, und zwar den Erdbeer-Brezel-Salat. Also man nennt es zwar Salat, aber eigentlich ist es ein Dessert, denn ich habe unten eine Salzbrezelschicht, die karamellisiert wird. Darüber kommt eine Frischkäsecreme und darüber Erdbeeren mit einem Guss. Also wirklich total lecker und wirklich sehr einfach. Vor allem kann man das in so einer schönen großen Glasform machen, also in einer Auflaufform, die man eben auch in den Ofen stecken kann, legen kann. Und dann kann man eben ganz viele Menschen damit satt bekommen bzw. glücklich machen, denn es ist ja ein Dessert. Ich zeige euch jetzt mal die Zutaten für die Brezelschicht. Und zwar habe ich jetzt hier vorne bereits 200 Gramm Salzbrezeln, 130 Gramm Butter und 100 Gramm Zucker. Und es geht jetzt auch ganz einfach. Ich gebe jetzt Butter und Zucker in einen Topf und schalte jetzt den Herd an, damit die Butter schmilzt und der Zucker sich so ein bisschen auflösen kann. Und in der Zwischenzeit kann ich schon mal die Brezel in die Auflaufform geben und sie so ein bisschen zerkleinern. Und das mache ich jetzt hier mit einem Zerstampfer. Und wenn ihr keinen habt, gebt ihr die Brezel in einen Gefrierbeutel und zerstampft sie dann mit einem Ausrollstab. Riecht jetzt schon total lecker. Und vor allem kann man sich das so gar nicht richtig vorstellen, wie das schmeckt. Salzbrezel mit Erdbeeren, auch schmeckt wirklich total genial. So, jetzt habe ich den Herd ausgestellt und jetzt kommen die Brezeln hier mit rein. Man könnte das jetzt natürlich auch in der Auflaufform alles vermischen, aber dann macht man ja die Auflaufform ein bisschen dreckig und ich möchte schon, dass die am Rand sauber bleibt. Deswegen jetzt kurz hier drin vermischen. Und der Zucker kann das sich jetzt natürlich nicht ganz auflösen, denn die Butter hat ja nicht so viel Feuchtigkeit. Deswegen kommt das jetzt nochmal in eine Auflaufform und darf dann im Ofen karamellisieren. Von der Konsistenz her sind jetzt die Brezelstücke sehr weich, weil sie ja eben jetzt feucht sind. Aber jetzt im Ofen wird es gleich richtig schön knusprig. Und die Brezeln kommen jetzt bei 210 Grad für ungefähr 5 bis 10 Minuten in den Backofen. Ihr solltet sie auf jeden Fall beobachten. Die Brezeln sind jetzt fertig und natürlich sind sie auch schon abgekühlt. Und hier sieht man jetzt ganz deutlich, dass die Oberfläche schön karamellisiert ist. Jetzt werde ich dafür schon mal die Creme herstellen. Das wird jetzt eine Frischkäsecreme. Das heißt, die Brezeln sind leicht salzig, die Frischkäsecreme ist leicht salzig. Aber im Endeffekt ist es ein süßes Dessert und es passt wirklich alles super zueinander. Dafür brauche ich 400 Gramm Frischkäse, dann nehme ich Frischkäse in Doppelrahmstufe, 200 Gramm Schlagsahne, 100 Gramm Puderzucker, etwas Vanilleextrakt und Sanapart und einen Spritzer Zitronensaft. Und es geht jetzt auch ganz schnell. Ihr nehmt jetzt die Sahne, da kommt jetzt der Frischkäse mit dazu, dann auch der Puderzucker und Sanapart. Und beim Sanapart nehme ich immer pro 100 Gramm Masse einen Teelöffel. Das heißt, hier habe ich jetzt 600 Gramm und nehme 6 Teelöffel. Dann etwas Vanilleextrakt. Und einen Spritzer Zitronensaft. Und jetzt wird das Ganze gut miteinander verrührt und wird so steif geschlagen. Also ihr müsst da jetzt vorher nicht die Creme, die Sahne steif schlagen, sondern es geht alles zusammen. Und die Creme streiche ich jetzt auf den vollständig abgekühlten Boden. Das ist jetzt auch ganz wichtig, denn ansonsten würde sie ja wieder flüssig werden. So, dann gut glatt streichen. Und jetzt kann ich auch gleich die dritte Schicht zubereiten mit den Erdbeeren. Dafür stelle ich das Dessert aber kurz in den Kühlschrank und bereite schon mal die Zutaten vor. Ich habe jetzt hier schon mal die Zutaten für den Guss. Ich brauche dafür 500 Gramm Erdbeersaft, ein Päckchen Agatine, 30 Gramm Speisestärke und etwa 500 Gramm Erdbeeren. Ihr könnt natürlich den Guss auch mit einem fertigen Tortenguss machen, aber ich finde, man kann sich das immer ganz gut sparen. Nehmt einfach Stärke und hier habe ich jetzt noch Agatine, das ist ein pflanzliches Geliermittel. Man kann jetzt auch nur mit Stärke arbeiten, dann wird aber der Guss sehr trüb und nicht so durchsichtig und mit Agatine wird er eben schön durchsichtig. Jetzt kommen die Zutaten in einen Topf. Und bevor ich den jetzt anstelle, also den Herd, kommt die Agatine mit rein und die Stärke. Das wird jetzt klümpchenfrei verrührt.
Und bei der Agatine ist es jetzt ganz wichtig, dass die gleich 2 Minuten lang sprudelnd gekocht wird. Denn das ist so eine Fehlerquelle, die häufig vorkommt. Wenn man die nicht 2 Minuten sprudelnd kochen lässt, dann bindet die Agatine nicht und bleibt einfach flüssig. Deswegen stelle ich jetzt den Herd an, lasse es aufkochen und dann wirklich 2 Minuten lang köcheln lassen. Und in der Zwischenzeit kann ich jetzt schon mal die Erdbeeren schneiden. Das geht jetzt entweder mit einem Messer ganz schnell oder ihr nehmt zum Beispiel einen Eierschneider. Da legt ihr die Erdbeeren rein und schneidet sie. Oder, falls ihr habt, das geht jetzt hier auch ganz gut, aber es hängt immer so ein bisschen, weil der Eierschneider ja nur Drähte hat und keine scharfen Klingen. Oder, falls ihr habt, könnt ihr auch einen Erdbeerschneider nehmen. Das lohnt sich eigentlich nur, wenn man wirklich viel mit Erdbeerscheiben macht. Und dann finde ich es ganz okay. Das hat nämlich richtige Klingen und dann wird die Erdbeere nicht zerdrückt. Den Guss kann ich jetzt mit den Erdbeeren vermischen. Dann kühlt er auch ein bisschen ab und dann kann man ihn auch gleich über das Dessert drüber geben. Der Guss ist jetzt nur noch lauwarm und jetzt kann ich ihn über das Dessert drüber leeren und gut verteilen. Jetzt ist das Dessert im Prinzip schon fertig, aber ich muss es natürlich noch kühlen für etwa 2 Stunden. Jetzt kommt es nochmal in den Kühlschrank und später können wir es gleich probieren. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, jetzt ist das Dessert bereit. Jetzt kannst du direkt probieren. War das gespannt? Ich kenn's doch eigentlich schon. Ja, ich hab's auch schon gegessen. Ich hab's auch schon gegessen. Und ich muss auch sagen, das war, glaube ich, so der Favorit unter den ganzen Galileo-Rezepten, weil es halt sehr leicht schmeckt. Nee, also ja auch, aber also mein Favorit war eigentlich mehr dieser riesen Riegel. Ach, das ist echt lecker. Hier, bitteschön. Dankeschön, Sally. Einmal zum Probieren. Also hier, ich meine, ja, es sieht halt lustig aus, aber es ist wirklich, dieser Geschmack ist genial. Dieses salzige, süße Erdbeer-Gelee-artige. Ja, mit dem Crunch, mit der Creme. Also ich finde, da passt einfach alles. Genial. Wirklich, dieses salzige, süße, boah. Vor allem auch ein Dessert, was man gut vorbereiten kann. Mhm. Und man kann es auch mal mitnehmen, wenn man eingeladen ist. Mhm. Oder? Ja, und vor allem ist es so eine Überraschung, weil das kann sich keiner vorstellen. Ja. Und da schmeckt es wirklich so genial. Wirklich. Ja, finde ich auch. Und vor allem, ihr könnt natürlich das Ganze mit Erdbeeren machen. Erdbeeren sind wirklich so mein Favorit. Aber ihr könnt zum Beispiel auch Blaubeeren nehmen, Himbeeren oder was auch immer ihr möchtet. Kirschen würden bestimmt auch gut passen. Zeig mal. Mhm. Also, was will man da dazu sagen, oder? Ich finde es genial. Genial. Und wie findest du es mit dem Frischkäse? Mhm. Weil eigentlich sagt ja der Murat immer, er ist nicht so der Frischkäse-Fan. Nein. Aber ich glaube, da drin passt einfach alles. Absolut. Ja. Mhm. Falls ihr jetzt auch Hunger bekommen habt, dann geht auf meinen Blog, sallys-blog.de. Da steht es nochmal ganz genau für euch. Und für mich gehört es jetzt auch zu meinen absoluten Lieblingsdesserts. Also bitte macht es unbedingt nach. Sehr einfach gemacht und einfach nachmachen. Ja, auf jeden Fall. Also viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Oh, die Schüssel gehört jetzt mir. Mm.